Galerietour darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich werde über ein Jahr nicht in England sein. Sie beginnt in New York und geht dann weiter durch die USA und... Herrje, schon beim Schreiben wird mir schwindelig. Nach unserer Hochzeit wollte ich meine Malerei nur noch als Hobby betreiben. Doch Richard war dagegen und gab mir das Atelier und das Studio. Ohne diese Unterstützung würde ich vielleicht noch immer öde Landschaften malen. Nun werde ich das alberne Gefühl nicht los, dass es Verrat wäre, jetzt fortzugehen. Er wird darüber lachen und darauf bestehen, dass ich annehme, auch wenn ihm die Trennung das Herz brechen wird. Er hat mich nicht einmal gebeten, seinetwegen ein Stück meines Lebens zu opfern. Natürlich habe ich mit der Zeit viele kleine Opfer gebracht, aber verlangt hätte er das nie. Das Gespräch kann warten. Ich fliege zu ihm nach Tibet. Ich werde ihm diesen Fund nicht trüben. Ich werde bei seinem Triumph an seiner Seite sein. So wie er es auch bei meinem sein wird. Keine Ahnung. Ich sollte mich mal mit meinen Vorfahren beschäftigen. Eins von Dads Unsterblichkeitsartefakten. Ich glaube, Roth hat's für ihn von einem griechischen Händler mitgebracht. Laura, seit du von der Yamatai-Expedition zurück bist, beunruhigt mich dein sprunghaftes Verhalten zunehmend. Ich vermute, du hast eine Art psychisches Trauma erlitten und dein Benehmen ist ein Hilferuf. Du sollst wissen, dass ich dich laut und deutlich höre. Anne und ich finden, dass du dich von einem Fachmann untersuchen lassen solltest. Ich war so frei, einen Termin bei einem sehr qualifizierten Kollegen von mir zu vereinbaren. Näheres dazu erhältst du in Kürze per Post. Ich möchte betonen, wie wichtig das ist, Lara. Als Nachlassverwalter ist es meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Anwesen in fähigen Händen ist. Offen gesagt verhältst du dich wie dein Vater zu seinen schlimmsten Zeiten. Damals hätte er das Anwesen fast selbst verloren. Ich möchte nicht, dass du seine Fehler wiederholst. Bitte, nimm meine Hilfe an. Hochachtungsvoll, dein Onkel. Hey, Jonah. Tut mir leid, dass ich mich erst so spät melde. Ich will ein bisschen auf dem Anwesen nachforschen. Es ist viel passiert und ich brauche Zeit, um zu überlegen, was ich als nächstes tue. Das alte Haus steckt voller Erinnerungen und Geheimnisse. Onkel Atlas hat mich so lange von hier fernhalten wollen, ich weiß nicht mal, ob ich es behalten will. Aber nach allem, was passiert ist, finde ich vielleicht heraus, was es mir noch bedeutet. Dafür nehme ich es mit ihm auf. Ich erzähle dir alles, wenn ich wieder in London bin. Die darf ich bei meiner nächsten Reise nicht vergessen. Jetzt kann ich mich im Dunkeln umsehen. Amelia,
Mutter hat davon erfahren. Sie weiß, dass du deine Verlobung mit dem Earl of Farringdon aufgehoben hast. Sie ist außer sich vor Sorge. Aber noch hält sie die Nachricht zurück. Es heißt nur, du hättest kalte Füße bekommen. Aber sobald deine Affäre mit Lord Croft bekannt wird, ist es zu spät. Dann ist unser Name ebenso ruiniert wie der Mann, mit dem du verkehrst. Siehst du nicht, wie egoistisch du bist, Amelia? Denk an die Familie, du bist eine de Mornay. Alles, was du tust, wirkt sich auch auf uns aus. Ich komme bald nach London. Überstürze nichts, bis wir geredet haben. Alles verfällt. Ich sollte meinem Onkel das Haus überlassen. Es heißt, zusammen zu reisen wäre eine gute Beziehungsprobe. Tja, diesen Test haben Emilia und ich mit Bravour bestanden. Die letzten paar Monate in Ägypten waren einfach nur außergewöhnlich. Sie und Roth sind wie alte Studienfreunde. Mehr als eine Nacht haben sie bis in die frühen Morgenstunden durchzecht und Karten gespielt. Trotz ihrer vornehmen Erziehung kommt Emilia mit dem komfortlosen Leben besser zurecht als ich. Sie ist so einfühlsam, dass sie überall sofort Anschluss findet. Dank ihr hatte ich einen unerwarteten Durchbruch in meinen Forschungen. Sie hat einen Artefakthändler in der Altstadt überredet, mir eine wunderschöne, ungewöhnliche tibetanische Schriftrolle zu verkaufen. Soweit ich sagen kann, enthält sie Angaben zu einem Unsterblichkeitsritual. Ich glaube, ich sollte mit Emilia den nächsten Schritt wagen. Ich kann wirklich nicht mehr länger warten. Morgen halte ich um ihre Hand an. Unter der Sonne Ägyptens, inmitten von Staub und Ruinen. Wundert mich nicht, dass er sie so ganz spontan gefragt hat. Amelia. Ich weiß, wir hatten in den letzten Jahren unsere Differenzen. Ich habe versucht, deine Beziehung zu Richards zu tolerieren, aber ich kann dich nicht stillschweigend auf diese unausgereifte Expedition gehen lassen. Du sagst, Richards Theorien hätten Potenzial, dass er vielleicht wirklich eine mythische geheime Wahrheit entdeckt habe. Aber ich sehe nichts, das diese Behauptung stützt. Und auch wenn mir dein Wort früher gereicht hätte, kann ich dich nicht deinen Namen und Ruf ruinieren lassen. Und den unserer Familie, um ehrlich zu sein, für einen irrsinnigen Kreuzzug. Ich werde Richards Investoren erzählen, wie er ihr Geld verplempert, aber ich möchte dir die Chance geben, das Ganze selbst zu beenden. Bitte, geh nicht nach Tibet. Wenn nicht um meinetwillen, dann wenigstens für Lara. So gruselig wie früher. My Lord, ich hoffe, die Expedition verläuft erfolgreich und Sie sind wohl auf, bevor ich Sie mit geschäftlichen Dingen langweile. Sollten Sie wissen, dass unser kleiner Engel Unfug getrieben hat. Wie üblich habe ich mit ihr Schach gespielt. Im Verlauf des Spiels brachte sie das Gespräch auf ihre Mutter. Sie kann sich kaum mehr an sie erinnern und wollte ins Atelier ihrer Ladyschaft, das sie verschlossen haben, um das Klavier ihrer Mutter zu spielen. Sie wurde natürlich wütend, als sie nicht hinein durfte. Für jemand so Junges sind ihre Gefühle sehr stark. Später am Tag stellte sie mir eine Falle, ausgerechnet in der Kühlkammer. Bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte sie mich eingesperrt.
Mrs. Sheffield fand mich eine Stunde später zitternd und recht verärgert. Wir brauchten eine weitere Stunde, um Lara zu finden. Ich kenne natürlich all ihre Verstecke, aber diesmal wollte sie nicht gefunden werden. Ich merke, wenn sie verstimmt ist, vielleicht, weil ich sie schon so lange kenne. Mein Lord, wenn ich so frei sein darf, sie vermisst sie schrecklich. Ihr fehlt ihr Vater. Vielleicht könnten Sie baldmöglichst anrufen. Armer Winston. Ich weiß noch, wie wütend ich war. Er hatte immer so viel Geduld mit mir. König nach D1. Diesmal gewinne ich Winston. Kluges Mädchen. Aber inzwischen müssten Sie wissen, dass Gewinnen nicht alles ist. Dame nach C6. Schach. Du hast leicht reden. Du gewinnst immer. Springer schlägt Dame. Was ich damit sagen will, genießen Sie die Reise, Lara. Stürmen Sie nicht zum Sieg. Läufer nach D7. Ich weiß, Winston. Ich will nur... Oh nein, das habe ich übersehen. Sie müssten wissen, dass auf diesem Brett nicht mit mir zu spaßen ist, junge Dame. Schachmatt. Ich gewinne schon noch. Irgendwann. Darauf habe ich mit unserem alten Butler Winston Schach gespielt. Ich habe nie gewonnen. Ich habe immer weiß gewählt, ob ich mal gewonnen hätte, wenn er angefangen hätte. Ich stehe am Scheideweg. Gott, was für ein Klischee. Aber es ist wahr. Zwei Wege, beide Kompromiss wie auch Freude. Ein Leben mit Richard, Abenteuer. Geistige Herausforderung, vielleicht eine Familie. Doch auch ein Mann, besessen von etwas, das ich nicht verstehe. Und ein Leben voller Verpflichtungen. Den Namen de Mornay aufrechterhalten, unsere Traditionen. Nicht die Familie zu verlieren, die mich großgezogen hat. Was für eine gemeine Wahl. Ich will sie nicht verlieren. Aber ich liebe das Leben, das ich mit Richard begonnen habe. Auch er ist nicht perfekt. Aber damit kann ich leben. Wird das genug sein? Alles ist so gut wie fertig für Fräulein Laras Geburtstagsüberraschungsexpedition. Es war nicht einfach, die Sache zu organisieren und geheim zu halten. Sie ist besessen von Ägypten und lernt Hieroglyphen und alte ägyptische Bezirke. Sie wird sich so über Lord Crofts Idee freuen. Das wird ihr gut tun. Sie ist in letzter Zeit sehr aufmüpfig, aber sie sucht nur die Aufmerksamkeit ihres Vaters. Er vergräbt sich in seiner Arbeit. Bei dieser Gelegenheit können die beiden wieder zueinander finden. Und ich glaube, er braucht das ebenso sehr wie sie. Sei mutig. Dies ist der einzige Weg zur Bibliothek.